Herzlich willkommen heute zu einem kurzen Reaction-Video. Wir schauen uns an gemeinsam den BMW XM. Verstanden habe ich die Karre noch nicht, um ehrlich zu sein. Da hat die M GmbH jahrzehntelang kein Auto gebaut. Den ersten, den sie gebaut hatten, war der M1. Und das zweite ist jetzt der XM mit 2,8 Tonnen. Das ist aus meiner Sicht schwer verdauliche Kost. Aber überzeugt euch selbst von dem Wahnsinn. Let's go. Follow the given path. No way. Normal. What's normal? Ja, gar nichts ist normal an der Karre, ne? Also gebaut definitiv für den US-amerikanischen Markt, für den chinesischen und den Nahen Osten. Alles andere kann ich mir nicht erklären. Denn du wirst mit einem X5M definitiv schneller sein und mit einem X7 kannst du in jedem Fall mehr transportieren. Wenn es also darum geht, sich dieses Auto zu kaufen, dann definitiv nur, weil es anormal ist. Don't change. Don't change. The game. Gotta do what others don't. Genau, einfach anders machen als die anderen und dann bist du damit auf deutschen Straßen wahrscheinlich ziemlich allein. Denn ich gehe davon aus, dass man hier sich jetzt nicht unbedingt auf das Auto schmeißen kann und wird. Und bei dem Preis von 186.000 Euro, ich habe das Auto schon konfiguriert, also schaut euch gerne das Video auch dazu an. Mich beeindruckt das Fahrzeug schon, gar keine Frage, also versteht mich nicht falsch. Es beeindruckt mich, aber der Use Case in dem Fall ist noch nicht ganz verstanden. Also warum kaufe ich mir dieses Auto, wenn es nur darum geht, einfach maximal aufzufallen, dann ja, dann ist das genau dein Auto, ja. Watch us take the best from the past and shape the future. Ja, das mit der Past, also die Vergangenheit, damit war dann wohl der 4,4 Liter V8 gemeint, würde ich jetzt mal vermuten. Und der Elektromotor dann ist dann sozusagen the future, ja. Der Elektromotor wird dir aber relativ schnell sozusagen ausgehen und dann stehst du mit 489 PS und 2,8 Tonnen da. Das ist für mich noch nicht ganz plausibel, um ehrlich zu sein, und genau deswegen würde ich mir diesen Wagen nicht zulegen. Ich würde mit dem X5M weiterfahren oder dann, wenn ich mehr transportieren muss, nämlich ganz viele Kinderlein, dann wohl eher den X7. Der XM fällt dann für mich wohl raus. Aber ich bin ganz sicher, dass ganz viele US-Amerikaner, Chinesen und Araber sich da von dem Fahrzeug überzeugen lassen. Schaut euch gerne meine Konfiguration an. Wir verlinken das hier links, rechts, oben, unten. Ich weiß nicht ganz genau. Und schaltet wieder ein. Bis demnächst. Macht's gut, ihr Lieben. Abonniert den Kanal. Vergesst das bitte nicht. Glocke, was auch immer. Tut einfach alles, um den Kanal zu unterstützen. Ich danke euch vielmals. Bis demnächst. Macht's gut, ihr Lieben. Und tschüss.